Was haben ein Tempomat, eine Einparkhilfe und ein fahrerloses Taxi, das jemanden vom Bahnhof abholt, gemeinsam? Alle drei genannten Funktionen und Situationen sind Beispiele für das automatisierte und vernetzte Fahren. Mein Name ist Susila Bhagavatula. Ich bin Teil des Teams bei der eMobil.bw, das sich um Anwendungsprojekte kümmert und auch Anwendungsprojekte mit Bezug zur Digitalisierung. Und wir befassen uns dabei unter anderem auch mit dem Thema automatisiertes und vernetztes Fahren. Was ist eigentlich automatisiertes und vernetztes Fahren? Der Begriff vernetzt ist einfach zu erklären. Er umschreibt, wie stark ein Fahrzeug mit seiner Umgebung, das heißt der Infrastruktur oder auch anderen Fahrzeugen, kommunizieren kann. Der Begriff automatisiert umfasst gleich mehrere Aspekte. Häufig wird das automatisierte Fahren mit dem autonomen Fahren gleichgestellt. Das trifft es aber nicht ganz, denn in der Fachliteratur wird das automatisierte Fahren in 6 Stufen unterteilt, von denen das autonome Fahren nur die letzte Stufe darstellt. Man spricht also von einem Spektrum der Automatisierung. Die Abgrenzung der jeweiligen Stufen sind dadurch geregelt, wie viele Aufgaben der Mensch und wie viele Aufgaben das System, also der Computer, im Fahrzeug übernehmen. Als Stufe 0 bezeichnet man das manuelle Fahren, so wie es vielen heutzutage bekannt ist. Der Fahrer oder die Fahrerin hat hier die dauerhafte Fahrzeugführung und das Fahrzeug ist nur der fahrbare Untersatz. Im assistierten Modus, Stufe 1, kann das System den Fahrer oder die Fahrerin unterstützen. Ein Beispiel hierfür wäre der Bremsassistent, der vom Autofahrer oder der Autofahrerin bewusst aktiviert wird und während der Fahrt permanent kontrolliert werden muss. Ein Beispiel für Stufe 2, teilautomatisiert, ist das selbstständige Einparken. Hier kann das Fahrzeug selbstständig einparken und für einen gewissen Zeitraum oder in diesem Fall eine spezifische Situation die Fahrzeugführung übernehmen. Aber auch in Stufe 2 muss der Fahrer oder die Fahrerin jederzeit zur vollständigen Übernahme der Kontrolle bereit sein. Mit jeder weiteren Stufe übernimmt das System also zunehmend die Fahrzeugführung und der Fahrer oder die Fahrerin kann sich anderen fahrfremden Tätigkeiten zuwenden. Auf Stufe 5 beginnt das eigentliche autonome und fahrerlose Fahren. Hier übernimmt das Fahrzeug die vollständige Kontrolle in allen Verkehrssituationen. Die Menschen an Bord sind Passagiere und haben keine fahrbezogenen Aufgaben. Momentan bewegen wir uns auf deutschen Straßen auf Level 3, dem hochautomatisierten Fahren. Testfahrten im autonomen Modus finden in Baden-Württemberg zum Beispiel auf dem Testfeld Autonomes Fahren in Karlsruhe statt. Automatisiertes und vernetztes Fahren kann aber nur funktionieren, wenn die Fahrzeuge mit der Umwelt kommunizieren, sodass andere Verkehrsteilnehmenden vom Fahrzeug gesehen werden. Dafür spielen Kameras, Sensoren und natürlich die Digitalisierung und Vernetzung eine wichtige Rolle. Videokameras und Sensoren nehmen ständig die Umgebung eines Fahrzeugs auf und ermitteln dadurch die Entfernung zu Objekten. Dadurch werden Personen und Gegenstände vom Fahrzeug wahrgenommen. Damit aus den Daten in Echtzeit Entscheidungen getroffen werden können, kategorisieren die Fahrzeuge die Umwelt in verschiedene Objekte, zum Beispiel eine Fahrbahn, ein anderes Fahrzeug oder einen Menschen. Auch Mobil- und WLAN-Netze oder GPS-Systeme helfen dabei, mit anderen Fahrzeugen sowie der Straßeninfrastruktur zu kommunizieren. Die Kombination der verschiedenen Technologien erhöht dabei die Zuverlässigkeit der Daten und damit die Sicherheit des Fahrzeugs und aller Verkehrsteilnehmenden. Automatisiertes und vernetztes Fahren ist also ein breites Thema, das eines der spannendsten Forschungsgebiete im Automobilbereich beschreibt. Wer mehr zum automatisierten und vernetzten Fahren wissen möchte, kann sich auf der eMobil.bw-Webseite informieren. Hier gibt es ein Q&A, das im Rahmen der Begleit- und Wirkungsforschung zum automatisierten und vernetzten Fahren, kurz BeWirkt, erstellt wurde und die wichtigsten Fragen rund um das automatisierte und vernetzte Fahren aufgreift. Weitere Videos, zum Beispiel zum Thema Fahrerassistenzsysteme, findet man unter dem eMobil.bw-YouTube-Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.